Yo Friends, was geht? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich habe das Gefühl, das Thema Akne ist hier auf dem Kanal noch ein bisschen ein Thema. Deshalb möchte ich heute nochmal darüber reden und euch so ein bisschen den Akne-Teufelskreis erklären. In Anführungszeichen, ich bin natürlich kein Arzt, aber kann euch das Ganze trotzdem aus meiner Sicht erzählen, wie es für mich war. Ich bin in der Zeit, wo ich Akne hatte, auch sehr viel in Kontakt mit Ärzten gewesen. Und wie ihr auch gesehen habt, früher habe ich ja auch Aktinomin genommen und irgendwie zusammen mit Aktinomin habe ich ja auch dann meine Akne besiegt, in Anführungszeichen. Natürlich habe ich auch frühzeitig abgebrochen, weil ich während des Aktinomins nehmend ja schon meinen Lebensstil geändert habe und quasi die Akne erwollt habe und dann nur noch dieses Aktinomin als Booster benutzt habe. Und ja, in der Richtung kann man es sogar manchmal empfehlen, zu gewissen Zeitpunkten bei manchen Personen, in manchen Fällen Aktinomin zu benutzen. Aber ich versuche jetzt mal, dir alles zu erklären, was du machen kannst, bevor du darüber nachdenken solltest, ob du zu einer medikamentösen Behandlung greifst. Es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel deinen Körper zu entgiften. Wenn du zum Beispiel nicht nur Wasser trinkst, kannst du schon mal anfangen, dein Leben ein bisschen auf nur Wasser umzuswitchen, zumindest für die Zeit, wo du eben, ja, deine Akne eh wegbekommen willst. Das ist halt so, du musst den jetzigen Moment quasi sacrificen. Also du kannst nicht dir diese Genugtuung gönnen, deine Cola zu trinken und musst dann halt zum Wasser greifen. Aber um es dir schmackhafter zu machen, kannst du es dir als Investition vorstellen in dein zukünftiges Ich, das ja hoffentlich dann nicht mehr so leiden muss, wenn es in den Spiegel schaut, weil es unglücklich ist. Und das ist der nächste Grund irgendwie. Wenn du in den Spiegel schaust und unglücklich bist, macht das was psychisch mit dir und dann wirst du automatisch wieder in den. Das ist so komisch, so lustig, weil wenn es deinem Körper nicht gut geht, dann kann es der Psyche eigentlich fast gar nicht gut gehen. Aber wenn es deinem Körper gut geht, dann ist es für die Psyche viel einfacher, dass es ihr gut geht. Wisst ihr, was ich meine? Also das Beste, was ihr machen könnt, dafür zu sorgen, dass euer Körper gesund ist, damit eure Psyche funktioniert und euer Kopf, euer Mindset, alles drum und dran, wie was man auch mal sagen möchte, euer Gehirn, wenn ihr es einfach nur so sagen möchtet. Euer Spirit, wenn wir über Spiritual Base reden, euer Spirit ist dann besser, wenn euer Körper healthy ist. Fuck ist ihr wisst Bescheid, was ich meine. So, ich habe in der Zeit, wo ich Akne hatte und danach durch die Operation auch sehr viel gefastet. Also ich habe teilweise Stunden, tagelang gefühlt. Natürlich waren es meistens eher so 16 Stunden Fasten und dann irgendwann was essen. Aber ich habe mich vegan ernährt und ich habe 16 Stunden teilweise gefastet in dieser Zeit. Das hat natürlich auch geholfen, meinen Körper ein bisschen runterzubekommen von diesem Stresslevel. Und er war gezwungen, auch meine Psyche war gezwungen, runterzufahren, weil mein Körper einfach komplett runterfahren musste, bis irgendwann halt nichts mehr wirklich übrig war. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ihr müsst halt einen Ausgleich schaffen zu dem Stress, den ihr eurem Körper zuführt. Ich habe Akne bekommen, weil ich zu viel gemacht habe und zu wenig geschlafen habe und dazu noch nicht die richtige Nahrungsform kannte oder zumindest benutzt habe. Also so cheesy, wie es klingt, und das ist eigentlich das, was man jedem sagt oder was jede Mutter oder jeder Vater zu seinem Kind sagen sollte. Versuch 8 Stunden zu schlafen jeden Tag. Wasch dein Gesicht morgens. Danach machst du ein bisschen Creme drauf. Wenn ihr dazu ein Tutorial haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ihr sowas sehen wollt. Dann ernährt ihr euch gesund. Wisst ihr, was ich zum Frühstück esse? Ich esse teilweise zum Frühstück einen Apfel und eine Banane heutzutage. Und dann, wenn es so ein bisschen später wird, so 12, 13 Uhr, mache ich mir so meistens Brot mit sogar wieder Eiern, obwohl ich ja sogar sehr lange Zeit vegan war. Aber das ist auch ein Thema für ein anderes Video. Und dann gibt es meistens noch in Wirklichkeit so um 18, 19 Uhr, ja heute ein bisschen später, 18, 19 Uhr so eine Hauptmahlzeit, wo ich mir dann so auch mal Nachtisch gönne. Also dann habe ich dann so wahrscheinlich so 1500 Kalorien immer am Abend und so die ersten 1000 Kalorien halt davor. So, wenn ihr versteht, was ich meine, so ungefähr ist es aufgebaut. Das hat mir halt geholfen, vor allem über den Tag, weil wenn ich mich morgens schon mit Zucker zugestopft habe, mit Backwaren zum Beispiel vom Bäcker, habe ich halt direkt gemerkt, wie mein Gesicht darauf anspringt und es hat direkt meiner Psyche was gemacht. Und
ich will nicht sagen, dass jeder von euch jetzt anfangen sollte, weniger zu essen. Das auf keinen Fall. Es sollte niemals weniger im Kopf sein, aber mehr von den richtigen Dingen solltest du essen. Und ja, vielleicht mal weniger von den leckeren Sachen und mehr von den Sachen, die du eigentlich nicht so gerne isst, aber das weißt du, glaube ich, selber. Dann, wenn du ganz extrem gehen willst, gibt es natürlich noch ein paar Geheimtricks. Also wenn du so einer bist wie der Kandidat hier, der sich denkt, fuck man, was ist das Beste, was ich tun kann, damit es besser wird, dann kannst du dir einen Entsafter bestellen und kannst anfangen, dir, no joke, Selleriesaft zu machen. Das heißt, du gehst in den Laden, im besten Fall sogar Bio, weil der Bio-Sellerie 1000-mal besser ist als der Sellerie, den du von normalen Supermärkten, Discountern, die holen kannst. Deswegen, wenn du kannst und sagst, yo, ich will das alles, ich will das investieren, dann mach das. Ich sehe das auch als Investition an, weil du willst ja glücklich werden und du musst halt darüber nachdenken, was willst du, was macht dich glücklich in deinem Leben, und dann, wenn du das weißt, dann ist es auch ganz einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit du da an dein Ziel kommst. Ich weiß, ich schweife immer ein bisschen ab, das ist ein bisschen schwierig aktuell, aber dann kaufst du den Sellerie, du machst den sauber und du machst dir jeden Morgen vorm Frühstück auf leeren Magen 800 Milliliter Selleriesaft. Wenn du das nicht schaffst am Anfang habe ich davon auch Bauchschmerzen gehabt, also so oder so mäßig, dass ich gemerkt habe, mein Körper wehrt sich dagegen, dann fängst du mit 400 an und machst es halt so eine Stunde, anderthalb Stunden, bevor du die erste Mahlzeit reinholst, und dann fängst du auch nicht an direkt mit, ich mache mir fett Pancakes oder so, nein, dann fängst du auch vielleicht mal an mit einem Apfel oder so und einer Banane, und wenn du danach Bock hast auf Pancakes, mach dir von mir aus Pancakes, okay? Aber so ist das generelle Prinzip im Leben. Du kannst nicht jeden Moment dir deinen Rush holen, sondern du musst auch im Tag nämlich so in Schwankungen leben. Du kannst nicht immer hier oben auf 180 leben und dann wehrt sich dein Körper nämlich irgendwann. Zum Beispiel, wenn sehe ich sehr viele Jugendliche so Energy Drinks noch sippen, und ich habe früher auch als Kind sehr oft Energy Drinks getrunken, aber wenn dann teilweise keine Mahlzeit oder mehrere Mahlzeiten übersprungen werden mit solchen Sachen, also mit Koffein und Zucker, also nur kurzfristigen Kohlenhydraten basically so, dann wird irgendwann deine Psyche zugrunde gehen. Aber die Erfahrung darfst du selber machen. Ich bin Samuel Lüft, das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.